Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Drömbude. Willkommen zur Live-Reaction zur Smash Bros. Ultimate Direct am 1. November. Es geht gleich los, ich bin hier nebenbei im Chat. Der Fragezeichen-Man ist hier gerade auch im Chat. Hallo? Ralf Reicht, schreibt er, na danke. Ja, ich glaube, er hat mich nett bemerkt. Aber hey, ich reacte jetzt wieder drauf. 4, 3, 2, 1. Der G12. Einige Sachen sind ja eigentlich schon klar, die kommen werden, aber es geht nur um Smash, das wissen wir bereits. Und da sieht man auch mal Ridley. Ich schreibe mal nichts in den Chat jetzt. Ja, die Ice Climbers. Jetzt schreibe ich was in den Chat. Sora no Sakurai Masahiro desu. Konnichiwa. Smash Brothers Special, Die letzten Direct vor der Veröffentlichung. Fighter war immer nannto 70 Pokémon Trainer und Santai Tostara. 74 Die sind schon alle da. Staff 1度, Unser Team hat alles gegeben. Ja, komm, wir wollen neue. Nach dieser Präsentation sind alle Kämpfe bekannt. Ich will Sans. Womit beginnt's? Hä? Little Mac jetzt. Noch ein Charakter aus der Reihe oder was? Habe ich schon gehört, dass viele den wollen. Kenne ich nicht. Ich weiß, dass der Street Fighter ist, aber ich brauche ihn nicht. Ist wahrscheinlich ein Shadow Fighter, Echo Fighter zu Ryu. Also meine Hoffnung bleibt Sans. Wer ist das? Alter, wer ist das? Da hinten im Schatten. Das ist zwar nicht Sans, aber die Animation ist cool. Fragezeichen, meine gute Idee, Punch-Out, und wer kommt jetzt? Wer ist das? Wer ist da? Was? Warum Fuego? Warum kommt Fuego für Smash? Der Chat hat gerade auch seinen Spaß. Die Theorie gefällt mir, die ich gerade lese. Man kann Pokémon zu Pokémans umstellen und Mans klingt fast wie Sans, deswegen muss Sans kommen. Ja. Viele wollen auch das Horror-Kit. Jetzt kommt noch wer, der ihn angreift, ne? Ja, die kennen wir alle schon. Jetzt kommt ein neuer. Wo ist da noch Platz? Da ist. Es ist nicht mehr so viel Platz. Aber komm, Sans kann sich da doch noch irgendwo hinquetschen. Also eine Lücke bei Pikachu habe ich gesehen. Ja. Warum wollen die manche den Grinch? Also, aber manche regen sich jetzt schon auf, dass das schon alle Kämpfer waren. Ich hoffe mal nicht, sonst ist das echt enttäuschend. Junge!
Halte doch die Schnauze mit Waluigi! Come on, Sans. Wir brauchen Sans, meine Freunde. Wir brauchen Sans. Ja, Fuego bekommt gerade schon ziemlich Hate. Viele regen sich gerade echt über Fuego auf, weil sie zum Beispiel Silvaro lieber gesehen hätten. Jetzt regen sie alle auf. Die Direct geht noch 40 Minuten. Also ich hoffe, dass das ein Prank war und ganz am Ende der Direct noch wer angekündigt wird. Warum fragen alle nach Waluigi? Er ist eine fucking Helfer-Trophäe. Aber ich muss echt sagen, Junge, warum sagen alle, also dass irgendein Prank kommt, das kann ich mir schon vorstellen, aber dass Waluigi kommt, glaubt doch keiner. Das geht nicht mal. Jetzt sind alle bekannt, die im Spiel sind. Ja, klar. Das kann wachsen, aber... Enttäuschung. Ne, jetzt kommt noch Amiibo. Jetzt reicht's langsam. Diese Direct kann das ganze Spiel zerstören, wenn jetzt nichts mehr kommt. Neue Amiibo, yay! Jetzt sind wir alle begeistert. Fragezeichen, man macht sich noch Hoffnung. Was? Keine Trophäen? Keine Trophäe. Sie hatten einen Einfall. Jetzt reden sie alle auf Geister. Unmögliche Duelle sind möglich. In der echten Welt geschieht etwas Furchtbares. Die Charaktere verlieren ihren Körper. Story Mode. Kämpfer vereinen ihre Kräfte mit Geistern und werden stärker und mächtiger.
Der Mond aus Majora's Mask! Geister haben unterschiedliche Ränge. Jo! Junior-Geister, Profi-Geister, Ass-Geister und Götter, oder was? Legend. Alle haben jetzt Hype. Oh mein Gott, Story Mode. Oha. Primär. Alle brüllen gerade im Chat. Oh mein Gott, Story Mode. Und jetzt sind wir jetzt anscheinend nix. Zapdos. Ja, Fragezeichen, man schreibt Fragezeichen. Vulpix, yay! Ey, nee, jetzt hat sich das umgestellt. Passt noch. Ich habe gerade noch in den Chat geschrieben, ein Vulpix, das heißt Lord Ecke kommt in Smash. Kombi-Geist. Alle regen sich nur wegen Waluigi auf. Warum? Ja. Ey, der Dönermann ist im Chat, yay. Oh Gott, war. Nee, das ist jetzt ein bisschen. Oh, dummer Bockblind ist auch da, hallo. Und der ist groß. Und da unten ist so eine komische Anzeige, eine regenbogenfarbene. Was hat die eigentlich zu bedeuten? Aber alle haben auch mal recht, ein bisschen chillen. Ja klar. Uah. Der verbannte Skyward Sword. Also ich muss. Warum schreiben jetzt alle, der Hype ist groß? Ehrlich gesagt, alle, ne? Ein paar. Die kann ich aber nicht nach. Mal im Ernst. Ich sehe hier kein. Ja, aber es ist so klar, wir kennen Nintendo. Am Ende. Letzte 30 Sekunden. Ich schreibe jetzt in den Chat, letzte 30 Sekunden. Story Mode. Ein Riesenrob beschützt den Dock. Warum wollten eigentlich manche Bowsett? Aber das Sans nicht da, das fuckt mich gerade auch ein bisschen ab. Aber seien wir ehrlich, in den letzten 30 Sekunden wird der Story Mode Review. Der Geist kann befreit werden. Auch wenn der Schuss im Drehschild landet, ist nichts verloren. Wächter. Okay, ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sehe jetzt sehr oft den Hashtag RIPSMASH. Ah, Subgeister können Primärgeister sozusagen neutralisieren. Jo, Fragezeichen, man. Pokémon! Die Macht der Geister. Die verdienen Erfahrung und erhöhen ihre Level. Ah, cool, neuer Amiibo. Amiibos sind anders. Grundon.
Ja, genau, Protogrudern! Geister können die echte Welt entlassen werden. Scheiden tut weh, aber man erhält Geisterchips und kann damit neue Geister holen. Alle sagen, so unnötig. Was können die noch trainieren? Auf Erkundungen schicken. Ey, komm, das braucht jetzt echt nicht. Latias und Latios. Pokémon in Smash Bros. Ultimate. Der Chat hat gerade absolut keinen Bock. Jo. Ey, das ist jetzt mal Orange. Gegen einer meint gerade, dass nur die Deutschen rumheulen. Der ist wahrscheinlich Österreicher oder so. Das ist auch nicht wahr. Ich meine, man muss jetzt aber auch ehrlich sein. Die Direct ist bisher nicht toll, aber genau gesagt, bisher eigentlich scheiße. Aber ich habe noch Hoffnung. Die Entler ist jetzt eine halbe Stunde und der Chat fragt die ganze Zeit, was soll das jetzt sein? Ich check's nicht. Ah, jetzt kommt's. Die Ultraleiste, die habe ich schon gesehen. What the fuck? Ungeahnte Möglichkeiten. Ja, ich bin auch so gehypt. Ich achte wieder auch ein bisschen auf den Chat hier. Gerade sogar mehr. Irgendwer hat gerade behauptet, niemand würde Smash wegen dem Story Mode spielen, wenn es einen gibt. Also das ist natürlich Schwachsinn. Jetzt kommt der Predict Bring Battle Royale. Wenn das kommt, das war's. Multiplayer mit Geistern, what the fuck, ein Sternring als Item. Mehr Spiele. Nein! Ich hab das gerade hoffentlich nicht richtig gesehen. Es gibt. Gut! Sehr schön, Nintendo! Ihr habt es geschafft! Dieses Spiel wird ein fucking Flop. Und ihr seid selber schuld. Ich werd's mir nicht holen.世界戦闘力をオンライン対戦に導入します。これは対戦人口から10万なら、その人の腕前の目処は10万人よりも上ということになります。遊ぶ人口が増えたり、追い抜きがあることで数値は変動します。歯応えがある対戦を望むなら、どんどん世界戦闘力を上げれば、おのずと真剣勝負になっていくことでしょう。 なお、世界戦闘力はファイターごとにつきます。使っていないファイターには最も世界戦闘力が高いファイターをもとに仮の値が入ります。わざと負けるようなプレーには通信遮断と強制ペナルティーが入ります。やめましょう。同期型通信なので通信が安定しないと成立できません。よって何よりも点ルールも含め 必ずしも希望と合致するとは限らないことをご了承ください。また、Die sagen auch im Chat, da ist noch Platz für vier Charaktere.
Also ich bin jetzt echt mal ein LAN-Kabel wird empfohlen. Elites. Sind sie dabei? Das schafft nicht jeder. Der Elite Smash sind sozusagen die besten Smash-Spieler. Da muss ich eine Marke erstellen. Und für einen Kill, also für einen Sieg, kriegt man die Marke. Der Besiegte verliert seine Marke. Immer mehr Marken, weniger. Kurznachricht. Wow! Wow! Echt toll! Hintergrund! プレイできるモードには限りがありますが、モード行ったり来たりしていても裏でマッチングを行い続けます。誰かと対戦を観戦できる大観戦は今回も健在です。対戦の参考になることと思います。1台のNintendoSwitchからタッグを組んで参加できます。この場合、相手もタッグになります。 特にフレンドと遊ぶときなどに向いていますが、部屋を作れるようにしました。ルールを設定して中に入れば、知り合い同士で対戦できます。なお、対戦中、待機列、観戦の席があることにご注意ください。メダルを食い地で決まります。そして、専用部屋ではこれが役に立つ。ナイン! Nintendo Switch Onlineのアプリを介して専用部屋はボイスチャットを楽しめます。人によっては友達が通になるのでしょう。ところで、スマブラ専用サービスも開発中です。ナイン。と言います。対戦戦績など、カウントよりも投稿された映像を楽しむことを優先しています。サービス開始したら、毎日の更新、あるいは投稿にするようです。Also Alter, allein mit diesem Shadow-Bild haben sie alle getriggert. Der Chat, nein, RIP Shadow. Die regen sich alle so auf. Und Zitat: Nintendo, schon mal was von Discord gehört? Helfer-Trophäen, yay. Jetzt kommen die ganzen Charaktere, die jeder wollte, als Helfer-Trophäen wetten. Wenn jetzt gleich Sans als Helfer-Trophäe kommt. Warum braucht man fucking Steinbock, genau. Ein Steinbock. Springman wollten auch viele als Charakter, ist ein Helfer. Also, damit hat Nintendo. Wer zur Hölle ist das? Der kommt aus Mega Man, oder? Ja. Mücken und Händchen, aha. Das ist aus Mario Paint. Jetzt schreiben alle, Alter, geil, es gibt Steinblock, bestes Spiel 2018. Zitat, wie Nintendo potenzielle Charaktere einfach zerstört. Das trifft's genau.
Na toll. Wenn, also, ich weiß nicht, ob ich hoffen soll, dass noch irgendein Undertale-Charakter als Helfer-Trophäe kommt. Oder ob ich hoffen soll, dass nicht. Das Design ist echt toll. Einer fragt, wo ist Toad? Ja, toll als Profil, will, du heißt Toad. Wow. 59. Mehr als Pokémon. Besiegbare. Sie können auch von denen, die sie rufen, getötet werden. Weitere Features, die es zu bieten hat. Wow! Wir wollten jetzt auf jeden Fall den Hilfemodus. Ich habe schon geschrieben, deine Anleitung. Das kennt man doch auch. All-Star Smash ist jetzt von Anfang an verfügbar, oder? Ja. Wiederholung. Das Zitat finde ich auch geil. Wäre ich ein Diktator, dann wäre die Direct nicht mehr online. RIP All-Star kommt jetzt auch noch vom Fragezeichen Man. Ham. Meilenstein. Das ist halt wirklich die einzige Hoffnung, was ich im Chat noch sehe. Wenn ich nicht wüsste, dass Nintendo am Ende noch irgendwas raushaut, dann wäre ich ja auf jeden Fall weg hier. Kampf. Alter, ich sage, wenn am Ende eine Ankündigung kommt von Sans und einem Storyboard, das wird aber nicht kommen. Alle sagen, am Ende kommt jetzt noch Banjo-Kazooie. Junge, warum sind die alle dumm? Waluigi kann nicht kommen, der ist eine fucking Helfer-Trophäe. Ach stimmt, das lese ich auch gerade. Alter, wo ist der Classic Mode? Nintendo gibt nichts auf Fanwünsche. Der deutsche Bewohner. Helligkeit und komm man, bitte, was sind? Was? Alle sagen, der Sprecher hat gerade Dorfsbewohner gesagt. Jetzt gibt es also ein Radar, aha. Wer will Sprachen lernen? Fragt wieder Fragezeichen, Mann. Warum fallen mir immer deine Kommentare rein? Boah, geil, Handicap. Kämpfer stärken können. Aktiviere Handicaps. Ja, natürlich keine Handicaps in Online oder Draht. Ja, die Mies kommen zurück.
Mii-Fighter-の話が出たので、今回実装しているコスチュームを一部ご紹介します。 Neue Mii-Kleidung. Ja, das ist ganz neu. Wenn jetzt Sans Hoodie kommt, dann raste ich noch mehr aus, als wenn Sans eine Helfer-Trophäe wäre. Alle haben sich so viele Hoffnungen wegen dieser Direct gemacht. Da muss Nintendo echt aufpassen, wenn nichts mehr kommt. Alter, aber ich sag euch, wenn gleich Sans Hoodie kommt. Kenn ich nicht. Der beste Teil der Direct. Ein fucking Toy-Con. Der eine Typ fordert die ganze Zeit 80 Mal Horror-Kit und soll mal aufhören zu spammen. Eine Sache will ich erwähnen. Wer ist Ray? Alle erhaltenen Kämpfer sind hiermit angekündigt, doch. ダウンロード、すでに極めて多くの限界を超えたファイターを実装しました。しかし、それでもスマブラにおいて新しいファイターが増える機会を残すことは大きな意味を持ちます。あ、そう、いや、ドイツ語で言うと、ステープ、力の制作になります。 Jeder Neuzugang wäre buchstäblich brandneu. Keine Echo-Fighter. Warum zur Hölle sind jetzt plötzlich alle fucking gehypt? 6 Euro für einen Kämpfer, eine Stage und ein paar Tracks. Dann müsste es aber schon was gut alles einmal 5 Kämpfer, 5 Stages und alle Songs. Das heißt, es kommen 5. Das wird lustig. 25. Boah, da spart man ja nicht mal wie so viel. ところで、ファイターパスの特典を一つ用意しました。 Die sagen es auch gerade alle im Chat. Boah, geil, der Fighter Pass, da lohnt sich nicht und der ist gefühlt so teuer wie das Spiel. Ja, die DLCs sind jetzt der Kaufgrund. Die Entwicklung hat noch nicht begonnen. Ein Jahr. Komm, jetzt haut wenigstens.早期購入特典としておまけで今作っているものがあります。スマブラスペシャルを買えば今なら必ず貰えるものです。まだ未完成なのですが。 Frühkäuferbonus, yay. What the fuck soll das? Nee. Das ist jetzt... Nein! Warum? Wieso kommt eine fucking Piranha-Pflanze? Ah! Alter. Und das auch noch als fucking Frühkäufer-Bonus. Das ist nicht deren Ernst. Das ist
Nicht. Fragezeichen Man hört mich, glaube ich. Die ist anscheinend auch noch OP. Die soll nach Launch fertiggestellt werden. Aber ein, zwei Monate müssen sie noch gärtnern. Ein Bonus für... Nein! Leckt mich alle. Leckt mich. Leckt mich. Wenn die... Alter, die haben jetzt noch eine Chance. Die letzte Chance. Alter, ich hoffe, das ist jetzt noch nicht das Ende. Da muss jetzt noch was kommen. Ja. Wer steckt dahinter? Abenteuermodus. Das heißt, dieser Spirit-Modus ist ein bisschen Story-Modus. Let a single one get away. Das ist eine In-Game-Szene. What the fuck? Okay. We'll each need to take down about. Jeder muss 10 Meisterhände besiegen. Was zum Fick? Ein Etwas, das Meisterhände produziert. Was? Sterben. Niemand kann flüchten. Da ist sogar eine fucking Box, unter der Snake steht. Die unnötigsten Charaktere. Sogar Kirby. Nee, Kirby ist entkommen. Kacke, hole ich mir das Spiel oder dann, ich denke zu Weihnachten hole ich es mir dann, aber, oh Gott, wird das Spiel es wert? Kirby! What?
What the fuck? Okay. Alter, das wird krasser als ich dachte. Okay, jetzt kommt plötzlich Hype auf. Und der Soundtrack ist auch heftig. Okay, okay. Alter! Das ist jetzt krass. Jetzt haben sie es gerissen. Die Hälfte sagt, sieht geil aus, die andere Hälfte sagt, sieht kacke aus. Ich finde, das sieht geil aus. Und der eine Typ kann nicht lesen. Er schreibt gerade, ich dachte, es wird wie Subraum-Emissär, also der Modus in Brawl. Okay, bin doch nicht mehr gehypt. Dieser Fuckboss hat mich so getriggert in Brawl. Stern der irrenden Lichter. Okay. Damit war's das. Ja. Ich versuche mal kurz Fragezeichen-Man ins Boot zu holen. Ja, der Fragezeichen-Man meldet sich jetzt gerade nicht. Im Chat kommen immer noch die tollsten Vorschläge wie Captain Iglo oder Drachenlord für DLC. Ja, also manche sind gehypt, ich muss sagen, bei mir Online-Modus hole ich mir nicht deswegen, das Spiel werde ich mir holen. Die DLCs können die Kämpferauswahl für mich retten. Und ich muss sagen, ja, die Piranha-Pflanze als Vorbestellerbonus. Die ist scheiße. Neuer Charakter. Aber nur für Vorbesteller und dann ist er OP und eigentlich trotzdem unnötig. Ja, wie gesagt, es kommt einfach noch. Kriegt jeder, der bis zum 31.01. die Goldpunkte. Ach! Das kann ich mal gucken. Da steht gerade, man muss es nur bis zum 31.01. gekauft haben. Das heißt, vielleicht kann ich mir die Piranha-Pflanze holen. Ja. Gut, dann würde ich jetzt sagen, das Spiel muss sich echt. Es ist schwer. Mit einem Undertale-DLC bin ich auf jeden Fall dabei. Domme brauche ich jetzt nicht, genauso wie Sexy Annegret. Ich hol's mir, ich werde den Spirits Mode Let's Playen. Wir werden mal sehen, was draus wird. Das war's von mir. Ciao.